Hallo zusammen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen wieder zurück hier bei Raft. Ich habe mir Folgendes gedacht. Nach den Recherchen letztens ist mir diese einzigartige Raft-Mod-Community aufgefallen. Und dann habe ich gedacht, wie könnte man so ein geiles Spiel, muss man ganz ehrlich so sagen, wie könnte man so ein ganz geiles Spiel noch geiler machen? Es gibt nur eins, mit Mods. Da habe ich mal ein paar rausgesucht, welche die das Spielprinzip verbessern, die das Spielprinzip erweitern und die definitiv keinen Vorteil, egal welchen, irgendwo bringen. Deshalb zeige ich euch jetzt die Modliste. So, schaut mal, gehen wir Stück für Stück durch. Ganz am Anfang den Item Spawner, den habe ich nur reingenommen, um verschiedene Dinge vielleicht zwischendurch mal auszuprobieren. Zu was anderem ist der nicht da. Den werde ich niemals irgendwie zum Cheaten oder irgendwas einsetzen. Punkt. Ganz einfach. Hier oben zum Beispiel das Arashis Raft Fishing Expansion kann man andere Fischernetze bauen. Und zwar kann man solche Fischernetze bauen, die in einem gewissen Zyklus, ich glaube jede 10. Minute oder jede Viertelstunde, eine Wahrscheinlichkeit haben, dass in dem Fischernetz sich auch ein Fisch verfängt. Das heißt, das Angeln geht definitiv schneller und man angelt mehr Fische, aber wenn man dazu keine Zeit hat und das Raft dementsprechend groß ist, kann man auch über diese Fischernetze die Fische fangen, sage ich mal. Hier mit dem Augment Equipment kann man sich im Prinzip seine Ausrüstung etwas verbessern und erweitern. Ne, ihr seht, es gibt einen Ausrüstungsplatz mehr und so weiter und so fort. Und alles andere, ich will nicht zu viel spoilern, ist ein sehr geiler Mod. Alles andere gibt es dann im Spiel. Genauso wie Augment Items, das ist genau dasselbe. Es gibt dann von jedem Equipment-Teil, beziehungsweise von jedem Teil, was wir brauchen, fast jede Waffe, fast jedes Tool, also eine sehr, sehr große Anzahl, gibt es nochmal eine verbesserte Variante davon. Verbesserte Variante heißt, kostet definitiv mehr Mats. Das ist genauso wie das Equipment hier. Das kostet sehr viel mehr Mats, ist ziemlich, ziemlich teuer. Gerade auf normalen Schwierigkeitsgrad oder dann wirklich im extremen Schwierigkeitsgrad. Und man muss sich wirklich überlegen, nützt es wirklich oder nützt es nichts. Composting ist zum Beispiel, man kann irgendwann später im Spielverlauf auch mit sehr, sehr viel Mats, sehr teuer, eine Schmelze bauen, die um 50% schneller ist. Ja, dazu braucht man die alte Schmelze und sehr viel mehr Mats und so weiter und so fort. Aber das, ich sag mal, im späteren Spielverlauf, wenn es dann wirklich so an der Zeit ist, dass man die Schmelze mal abreißt und dann etwas besser hinsetzt, kann man das dort auf jeden Fall machen. Ihr seht schon, was es ist. Ja, genau. Im späteren Spielverlauf kann man auch mit sehr, sehr viel Mats irgendwann am Forschungstisch diesen explosiven Schleim freischalten oder dieses Explosivpulver. Man kann nur den Schleim bauen. In der Schmelze muss man dann selbstverständlich das Ding noch schmelzen, damit man dieses Pulver rausbekommt. Aber es ist irgendwann möglich, Achtung, sehr teuer. Eben im Spawner haben wir gerade, bedarf keiner Worte mehr. Die Electricity Mod bedient sich verschiedenen Teilen, was wir erst bei uns auf dem Raft irgendwann im Spielverlauf erhalten. Und davon gibt es dann eine elektrische Variante. Elektrische Variante heißt, davon gibt es dann, ja, dafür braucht man dann die alte Komponente. Die schließt man dann mit zwei, drei anderen Teilen zusammen und dann hat man dann ein elektrifiziertes Teil. Achtung, das funktioniert auch nicht so. Natürlich braucht man dazu auch einen Akku bzw. eine Batterie. Aber mehr dazu im Spiel. More Storage verrät eigentlich, ja, der Name ganz klar, so wie es hier steht. Ich habe mal ausgerechnet, mit den 4-, 5- oder 6-fachen an Mats kann man sich dann eine wirkliche große Lagerkiste bauen oder natürlich auch mehrere, wenn man die Ressourcen dazu hat und kann dann sehr viele Dinge einlagern. Achtung, es ist wirklich so, es lohnt sich wirklich erst, wenn man sehr, sehr viele Ressourcen über hat, muss man sagen. Entschuldigt, ich musste kurz husten. Und als letztes das Solarpanel. Das Solarpanel ist im Prinzip wie ein Gegenstück zum, ja, es gibt dann im späteren Spielverlauf ein Gerät, was man bauen darf, was man irgendwann freigeschaltet kriegt. Da kann man die Akkus aufladen. Funktioniert auch sehr gut und mit dem Solarpanel funktioniert es eben auch sehr gut. Mit dem Solarpanel kann man reinweg nur aufstellen oder das Ding kann man bauen, nur zum Akku aufladen. Achtung, deshalb heißt Solarpanel, funktioniert nur am Tag. Das lädt immer stückweise auf, das ist nicht, glaube ich, allzu viel. Aber ich denke mal, am Tag kriegt man so einen Akku auf jeden Fall aufgeladen. Kostet auch sehr, sehr viele Mats,
Wir sehen uns dann nacheinander, sehen wir dann die Teile, beziehungsweise was das kostet, sehen wir uns dann im Spiel an. Okay, ich würde es auf jeden Fall nochmal starten, denn das ganze Let's Play, weil, also wie gesagt, also mit diesen geilen, mit dieser geilen Community im Hintergrund, ich habe gar nicht gedacht, dass es for Rev so existiert, aber ja, mittlerweile, wer mich kennt, der weiß ganz genau, also Spiele ohne Mods, klar, die sind auch geil im Classic, aber ich sag mal, wenn es so stabil läuft und wenn es wirklich, wenn wirklich so eine große Community dahinter steht und Achtung, das wird immer noch gepflegt, das wird immer noch auf dem aktuellen Stand gehalten und das Spiel ist schon etwas alt und deshalb finde ich das geil und deshalb werden wir das jetzt starten mit den Mods. Wir sehen uns gleich auf dem kleinen Raft wieder, okay? Bis gleich, meine Lieben. So, meine Lieben, und schon sind wir auf unserem kleinen Raft. Oh, ja gut, okay, das hat sich erledigt. Hier hinten geht es gleich weiter. Ihr wisst Bescheid, was wir zuerst machen muss. Erstmal kommt wie immer die kleine Routine. Ich würde mal sagen, von einem 2x2 Raft bauen wir das Teil erstmal auf, ja, ich sag mal auf 3x3. Und dann schauen wir mal und dann tun wir das mal auf einer Seite erweitern. Aber ich glaube, so weit kommen wir heute bestimmt nicht. Ich habe mir vorgenommen für diese Folgen immer um 18 Uhr unter der Woche. Ganz klar, wie immer. Selbe Stelle, selbe Welle. Und dann, ja, ich sag mal maximal so ein halbes Stündchen rum. Wenn es natürlich ein bisschen überlänger ist, dann seht es mal nach. Dann ist irgendwas Interessantes dabei. Wir machen das so, wir unterteilen das ein bisschen in Baufolgen und unterteilen das ein bisschen so in, ja, Farming-Folgen beziehungsweise dann auch Kampagnen-Folgen. Es gibt hier unterwegs sehr viel Zeug zu sehen, wo man, ich glaube, nur einmal hinkommt oder dann, wenn man die Koordinaten hat, kann man dann immer wieder hinkommen. So viel habe ich da verstanden. Aber ja, lassen wir uns überraschen, oder? Übrigens, das ist das Problem dran an den Mods. Natürlich sind bei den Mods die Erfolge deaktiviert. Sehe ich auch völlig ein, das verstehe ich. Weil mit den Mods könnte man sich, ich sag mal, cheat-technisch sehr viele Sachen zuvor erarbeiten, beziehungsweise man braucht sich die eigentlich gar nicht erarbeiten. Im Gegenteil, man kann die sich einfach holen. Und dann verstehe ich das und sehe das ein. Aber ja, das ist halt die, das ist halt das Schicksal der, die mit Mods spielen. Es macht trotzdem riesen Spaß. So, mein Lieben. Also. Zwei Seile. Bauen wir uns erst einmal den klassischen Bauhammer. Den legen wir gleich mal auf den Slot Nummer 2 und dann haben wir doch schon mal ein bisschen was gebaut. Übrigens, ganz normaler Schwierigkeitsgrad. Unser Hai hat natürlich wieder Vorrang hier unten. Und wenn wir uns mit dem anlegen wollen, müssen wir dann erstmal wieder ein bisschen, ja, Ressourcen sammeln und so weiter und so fort. Deshalb können wir das am Anfang hier mal noch nicht machen. Das Schöne ist dran, das ist wie immer so wunderschön programmiert, dass wir hier direkt im Ressourcenstrom drin rumschwimmen. Und deshalb, oh, schaut mal, es gibt auch schon die erste Kartoffel. Also einmal frei. So. Ja gut, hier nochmal das ein oder andere Palmblatt. Hier hinten die Fässer, wie gesagt, die sind wichtig. Sehr schön, Dankeschön. Na, das nehmen wir gerne auch noch mit. Du kommst, wenn es geht, auch noch mit. Perfekt. Und da hinten ist auch schon das. Da hinten ist da schon die erste Insel. Spiel, was machst du mit uns? Wir wollen doch noch nicht an die erste Insel. Unglaublich. Schön. So. Jetzt bauen wir das erstmal ein bisschen mehr auf. 3x3. Und schon sieht die Sache gut aus. So, jetzt holen wir uns mal noch das Fass hier drüben. Ja, aber das hatte ich gar nicht bedacht. Auch der Haken geht hier ganz schnell zu Ende. Wenn man da immer mehr auswirft und immer mehr Dinge braucht. Allerdings müsste man noch treffen. Genau wie da. So, holen wir mal noch das Fass. Komm, das schaffen wir. Eben nicht. Sehr schön. Super. Das haben wir auch. Ich glaube es nicht, ne? Es geht direkt hier auf die Insel zu. So, dann holen wir uns mal noch 2, 3 Sachen. Und dann können wir doch schon mal das Raft noch ein ganz kleines bisschen erweitern. Ja, es fehlt noch ein ganz kleines bisschen Kunststoff.
Aber das haben wir gleich. So, dann sieht das doch mal gut aus. Ich würde mal sagen, bis maximal zur Hälfte vom Essen und Trinken gehen wir dazu runter und dann benutzen wir die restlichen Ressourcen mal noch geschwind. Dankeschön. Um ein bisschen was für das Essen und fürs Trinken zu bauen. Mist, jetzt fehlt uns wieder Kunststoff. Ziehen wir uns mal den hier noch. Dankeschön. Und den da hinten, der fehlt auch noch. Jawohl. Können wir gleich noch warten. Das können wir uns sparen. Perfekt, oder? Absolut. So. Ja, das ist halt unser Hai, der... Ich sag mal, jede 5 Minuten wird er uns hier irgendwas abzwacken. Ist aber ganz normal. Am Anfang ist es leider so. Ja, die Insel, die können wir leider auch noch nicht besuchen. Schaut mal, was alles hier wieder unten... Ah, das wird wieder herrlich. Ah, ich freue mich schon richtig drauf. So, das war dann auch der Haken. Das Fass würde ich mir trotzdem gerne holen. Danke. So, das ist schön, dass das hier alles so wunderbar vorbeigeht. Ah. Nicht verzagen. Das holen wir uns. Sehr schön. Klasse. Okay. Ach, diese wunderschöne Unterwasserwelt. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Keine Sorge. So, blankes Seil, Schrott. Ja, ja, genau. Schrott gibt es auch schon hier drin in die Fässer. Perfekt. Ah, ich hatte gedacht, die Blanke holen wir uns noch. Ja gut, dann ist es halt so. Okay. Jetzt sind wir hier 3 und das sind 4. Würde ich sagen, bauen wir hier noch die 2 Elemente aus. Dann sparen wir uns mal noch 2 Kunststoff. Und dann würde ich sagen, dann bauen wir hier schon ein bisschen was auf, oder? Dann brauchen wir auf jeden Fall als erstes, wie ich mich noch daran erinnern kann, eine Tasse. So, was kostet denn überhaupt die Tasse? Ein Behälter. Entschuldigung, das ist der Behälter. So. Hier hinten kommt wieder ein Fass, aber wichtiger sind da draußen. Schaut mal, diese 2. Wir haben nur 1. Na gut. Ja, auch wichtig gewesen hier draußen das Teil. Haben wir uns noch geholt, schön. So, jetzt kommen direkt mal 2 auf uns zu. Das sind die 2, die wir für den Rest von unserem 4x4 haben. Brauchen. So, zack. Okay. So, das war's mit Aufbauen. Und jetzt ist ganz wichtig, erstmal primär ein bisschen was zu essen zu basteln, ein bisschen was zu trinken. Die Fässer hier, die kommen da wirklich gerade recht mittendrin. Sehr geil, Dankeschön. Jawohl, es gibt noch eine Kartoffel drin. Die Kartoffel können wir auch dann gleich dazu benutzen, ein bisschen was zum Essen zu machen. So, schaut mal. Also, wir brauchen auf jeden Fall mehr den Reiniger. Dafür brauchen wir natürlich ein kleines bisschen mehr Kunststoff. Ist klar. Immer komm her, mein Freund. Dankeschön. Ja gut, hier schwimmt da gerade eins vorbei. Und wie gesagt, bis jetzt treiben wir noch. Wir haben keinen direkten Antrieb. Wir wissen erstmal nicht, wo es hingeht und so weiter und so fort. Auch habe ich in den ersten paar Folgen, habe ich schon noch 2, 3 Sachen vergessen zu bauen. Ist mir aber erst letztens eingefallen. Aber gut, das holen wir hier. Jetzt nach dem Restart holen wir das auf jeden Fall nach. Okay, ich würde vorschlagen, einfacher Reiniger bauen wir als erstes mal. So, wo basteln wir den denn hin? Hier mal irgendwo mittig. Okay. So, dann platzieren wir ein paar Planken. Ganz wichtig ist jetzt als nächstes der Behälter. Ah, schade, knapp, ne? So, das holen wir uns gleich. Oh, schaut mal da hinten die Fässer. Geil. So, jetzt ziehen wir uns gleich mal den Behälter. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen hierher, füllen das Ding mit Salzwasser, knallen das hier rein. Das fängt an zu brennen. Und dann im Prinzip entsalzt es das Meerwasser und das übliche Wasser, was wir dann trinken können, was rein ist. Also im Prinzip reines Trinkwasser ist, das wird dann auf der Ablage abgelegt. Das können wir uns dann holen und können dann trinken. So funktioniert das. Einmal frei. So, das Fass ziehen wir uns gleich. Oh, da hinten kommt so ein eckiges. Schaut mal, so ein eckiges. Geil.
So, genau dasselbe machen wir jetzt gleich mit dem kleinen Grill. So, hier, Grill, ne? So, hier, das ist schon ein Seil. Ihr habt schon gesehen, es gibt jetzt eine neue Grillvariante. Genau, das ist durch die elektrische Mod. Aber dazu brauchen wir erst einen richtigen Grill. Einen richtigen erweiterten Grill. Können wir uns so holen, oder? Okay, das hätten wir uns auch sparen können. Da hinten ist übrigens wieder eine kleine Insel. Ja, so schnell geht's, ne? Das hätte ich lieben gerne, bitte. Genau. Und dann ziehen wir uns gleich noch hier die Kunststoffflasche mit an Land. Sehr schön. Ja, da müssen wir uns dann was ausdenken für den Hai. Der darf uns noch was weghauen. Keine Sorge, alles gut. So, jetzt nehmen wir den Becher. Gucken wir, was da drin ist. Tasse voll mit Salzwasser. Das heißt, mit Süßwasser füllen, trinken und schon wird ein bisschen was aufgefüllt. So. Na, dann können wir das nachholen. Sehr schön. Hier unten drunter schwimmt garantiert wieder eine Planke. Natürlich schwimmt hier unten eine Planke. Palmblätter nehmen wir mit. Genauso wie die Planke und so weiter und so fort. Hier nehmen wir noch eine Planke mit. Und schon wird ein Schuh draus. Oder was meint ihr? So. Das war's jetzt erstmal mit den Getränken. Jetzt brauchen wir einen einfachen Grill. So ein bisschen Essensration haben wir ja noch. Noch ein kleines bisschen. Das ist schon mal nicht schlecht. So, das wird dann wie so eine Routine hier. Auf der anderen Seite ein einfacher Grill. Funktioniert ganz genauso. Aber das Fass hier, das dürfen wir uns schon nicht entgehen lassen. Ne? So, der einfache Grill, den basteln wir gleich daneben, würde ich sagen. Ja, zum Beispiel hier. So, da kommt dann die Planke drunter und hier die erste Kartoffel drauf. Und schon geht das los. Wunderbar. Kriegen wir dieses Kunststoff da noch? Was denkt ihr? Und? Es wäre auch so schön gewesen. War? Sorry fürs Gerucke. Oh, ganz weit draußen schwimmt das Fass lang, ne? Ganz, ganz weit draußen. Er sagt bloß, wir haben noch einen gebaut. Ja gut, dann ist der halt. Gut, dann ist der halt für die Zukunft irgendwie. Dann packen wir den einmal zurück ins Inventar. Der darf noch ein bisschen brennen. Ich sag mal... Na, schaut mal, unser Flüssigkeitshaushalt sieht eigentlich sehr gut aus. Ich sag mal, der ist fast eigentlich wieder rehabilitiert. So, die zwei Planken nehmen wir gerne noch mit. Na, das Fass, das kriegen wir nicht mehr, oder? Nein, bringt nichts. Wie gesagt, wenn die Gier hier zu groß ist, ist das genauso eine katastrophal, weil beim normalen Schwierigkeitsgrad ist so, sobald man hier von irgendwas, ich sag mal, tödlich getroffen wird, ne? Oder Game Over gerät, sage ich mal, verliert man alles im Inventar, alles komplett. Das heißt, man muss wirklich überlegen, wann man unter Wasser geht, wann man sich irgendwo wo was holt. Und so weiter und so fort. Ist man dafür genug ausgerüstet? Hat man dafür die Items? Hält man länger durch? Hat man genug Vorräte zu trinken, mit zu essen, mit und so weiter und so fort? Also hier spielen schon mehrere Faktoren eine Rolle. Man mag das gar nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Holz oder Kunststoff? Ich wäre für Kunststoff. Das war der Haken. Bauen wir gleich mal 9. Schaut mal, 3 Planken einfach so. Die kommen hier einfach so auf und zu. 1, 2, 3. Dankeschön. So, jetzt gibt's mal die erste gute Kartoffel. Guten Appetit. Und wir hauen gleich die nächste drauf. Parallel dazu sollten wir uns auf jeden Fall gleich die Anbauflächen bauen. Die Anbauflächen sind im Prinzip wie so eine kleine Gartenfläche, die man dann einfach so irgendwo hinbaut und die man dann natürlich auch mit Wasser versorgen muss. Bleibt da, Fass. Dankeschön. Ich denke, dieses Fass hier, wenn man das so richtig ansieht, ist ein bisschen zu weit draußen. Wir versuchen es trotzdem mal. Und, wie sieht's aus? Jo. Wie gesagt, im späteren Spielverlauf gehe ich sehr, sehr gerne auf die einzelnen Mods ein. Ein bisschen was habt ihr ja schon gerade eben gesehen. Mal ein bisschen durchs Inventar gescrollt. Wie gesagt, mache ich ganz ausführlich. Es ist kein einziger Mod da, der
zu irgendeinem Vorteil gereicht, sondern sind wirklich, diese Mods sind wirklich nur dazu da, um das ohnehin schon mega geiles Spiel nur ein ganz kleines bisschen noch zu erweitern. So, wir wässern mal und dann entstehen natürlich gleich aus, oh, schaut mal, dann entstehen natürlich gleich aus 3 Kartoffeln entstehen dann gleich 6. Ihr werdet es gleich sehen. Zack, perfekt. Ja, von den kleinen Anbauflächen würde ich mir dann vorstellen, ja, da würde ich schon, ja, so 3-4 Stück würde ich mir dann schon basteln wollen. Weil das gibt ja einen unheimlichen Boost, gerade beim Essen. Oh, wir haben eine Antenne. Ja, und jetzt reichen wir's. Ah, okay. Ich wollte es gerade sagen, zu einem erfolgreichen Haiangriff braucht man natürlich auch. Einen Speer. Um ihm erst einmal irgendwie Einhalt zu gebieten, ne? Das wäre mal nicht so verkehrt, oder? Was meint ihr? Also, bauen wir erstmal was an. So, jetzt würde ich sagen, bauen wir hier drüben mal noch eine Linie an. Kriegen wir das noch? Nein, war klar. Oh, jetzt würde ich sehen, etwas rauer. Oh nein, das gibt's sogar. Ja gut, kein Problem. So. Wir trinken, füllen wieder mit Salzwasser, alles gut. Die Kartoffeln nehmen wir mal, tun essen. Platzieren auf jeden Fall gleich die nächste drauf und dann schauen wir mal, ob wir nicht irgendwo eine Angel bauen können. Na, da brauchen wir noch sehr, sehr viele Palmblätter dazu. Oh, das reicht schon. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Auf der Nummer 5 ist dann schon unsere Angel. Also Fisch ist ganz klar deutlich, deutlich ergiebiger wie, die Kartoffeln oder jetzt auch die rohen Rüben, die wir gerade irgendwie gekriegt haben. So, jetzt müssen wir mal kurz warten. Schaut mal, da hinten kommen wieder Fässer. So, jetzt haben wir eine gekriegt, so eine rohe Seebrasse. Ja, machen wir mal 2 Fische oder so, ne? Ganz am Anfang. Ist ja alles noch gut. Ist alles noch safe. Ich sag mal, den Kunststoff werden wir uns trotzdem gleich mitholen. Ja gut, komm, machen wir noch einen dritten. Oh, schaut mal, was dort hinten so angeflossen kommt. Angeschwommen. Habe ich da 3, 4, 5 Fässer gesehen? Wahnsinn. Oh, 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 oh. Wenn wir nicht aufpassen, wenn wir wirklich nicht aufpassen, kriegen wir vom Hai ein auf die Mütze. Und das schwöre ich euch. Weil der tut richtig weh und der macht keinen Spaß. So, du kannst jetzt einen Empfänger lernen. So, das war das nächste Fass. Schauen wir uns die da drüben an. Was denkt ihr? Holen wir die noch oder holen wir sie nicht? Sieht zumindest gut aus. Das erste wäre jetzt so weit drin. Das zweite auch. Habt ihr das gesehen? Boah. Okay, das war eine richtige Ladung. So, das müssen wir noch warten, bis es fertig ist. Schauen wir mal, was der trinken an. So. Und so läuft das hin und her. Jetzt schaut mal, jetzt haben wir mal den Fisch. Schauen wir mal, dessen Inventar. So. Jetzt essen wir mal den Fisch und zack. Das sieht doch gleich ganz anders aus, oder? Was meint ihr? So, dann werfen wir wieder den Haken aus. Auf der Suche wieder nach schönen Fässern. Ah, das hätten wir uns ersparen können. Aber gut, egal. Das kommt eh in unsere Richtung. So. Was wird man denn als nächstes bauen? Ich verrate es euch. Ich würde als nächstes erst einmal so einen kleinen Behälter bauen. Erstmal so ein bisschen was bunkern nebenher. Das wäre schon gut, wenn wir mal so einen Lagerraum hätten. Schaut mal, hier unten ist dann die Mod, wo es deutlich mehr gibt. Ich sag nur mal hier sowas. Oder zum Beispiel 60 Planken, 20 Short. Das ist schon richtig viel. Aber im Gegensatz zu dem ist das ja, ne? Ist ja wirklich so ein kleiner Lagerraum. Das ist ja eigentlich gar nichts. So, dann würde ich den vorschlagen, den kleinen Lagerraum, den platzieren wir dann gleich mal so mit hierher. Bam. Dann tun wir mal die Sachen, die wir wirklich nicht brauchen. Die legen wir erstmal dort ab. Steine. Sollte auch, ich wollte gerade sagen, sollte auch gleich ein Fass hier vorbeikommen.
Meistens ist es so gemacht, dass wir so gut es geht. Dort hinten kommt wieder eine Insel. Das ist aber eine ziemlich große sogar. Nein. Komm. Ja, wir haben es geschafft. Okay, sehr schön. Meistens ist es so. Wow, wow, wow. Also der Seegang, das ist ja übel, ne? Also meistens, ich wollte gerade sagen, meistens ist es so, dass wir halt beim ersten Mal oder beziehungsweise hier bei unserer bisschen Routine ganz am Anfang, die wir uns hier aneignen sollten, ja, das ist schon völlig ausreichend. Zweimal essen, zweimal trinken, alles gut, ne? Deshalb werden wir dann. So, das ist der Hai, also 1, 2, 3. Schaut mal, so. Und jetzt können wir das einfach mal mit zwei Planken reparieren. Da ersparen wir uns auf jeden Fall mal den Kunststoff, den wertvollen. Den können wir dann für was anderes nehmen, wenn wir schnell genug sind. Übrigens, über uns kreisen die Möwen und die greifen dann halt mal unsere kleinen Beete an. Das können wir im Prinzip jetzt schon wieder ernten. Schaut mal, und schon sind 7 Kartoffeln draus geworden. Und wir stecken gleich wieder rein. Und bei den großen Inseln, wie gesagt, da würde ich auch nur hinfahren, wenn die Ausrüstung soweit gut oder soweit... Wow! So weit fortgeschritten ist, dass wir uns mindestens mal gute Waffen zur Verteidigung bauen können. Auf jeden Fall gute Pfeile und so weiter und so fort, weil es existieren dort schon ja, Kreaturen drauf, die denen mich man nicht so begegnen wollen. So, Kartoffel ist fertig. Dann hauen wir mal den Fisch drauf. Jetzt beruhigt sich zumindest mal wieder schön die See. Sehr schön. Das nutzen wir dann gleich mal und holen uns gleich mal mit der Angel mal noch ein, zwei Fische rein, würde ich sagen. Solange wie das Fass noch nicht an uns vorbei ist, mag das alles noch gehen. So, beweide ich. Na? Und kriegen wir es noch das Fass oder nicht? Ich denke, oh, das war Glück. Nee, das war wirklich echtes bloß Glück. Nein, das ist tatsächlich nur eine kleine Insel. Ah, hier müssen wir wieder Planken unterlegen. Hier nicht. Schaut mal, also zu trinken. Oh, wie schön. Delfine. So, das haben wir auch gewässert. Das wächst mal wieder. Alles schön, alles gut. So, der Fisch liegt drauf. Ja, und jetzt können wir ganz normal weitermachen, oder? Schauen wir mal, da hinten kommt wieder ein Fass. Alles soweit, so schick. Hier im Inventar habe ich mindestens mal 30. Geh weg. Ah, das werden wir nicht schaffen. Machen wir lieber nicht. Sicher, sicher. So, sehr, sehr schön. Ne? Also, gibt wieder schön viel Kunststoff, haben wir schon. Palmblätter jede Menge und so weiter und so fort. Also könnten wir eigentlich unser Raft schon ein kleines bisschen weiter. So, wie sieht es aus mit unserem Fisch? Der ist auch schon fertig. Sehr schön. Und dann hauen wir auch die Seebrasse gleich drauf. Oh, schaut mal. Schaut, was das für ein Boost gibt. Wahnsinn. Das Fass kommt direkt bei uns angespült. Und jetzt sollten wir uns als nächstes mal ausdenken, wenn wir schon eine Reihe vergrößern, dann sollten wir uns die Reihe schon mal aufsparen. Und sollten dann wie so ein kleines U außenrum bauen, denn das nächste, was ich dann so gerne machen möchte, wäre dann mit euch diese Fischernetze. Aber die Fischernetze, das sind die erweiterten durch die Mod, die Fischnetze. Da sollten wir uns erstmal einen Forschungstisch bauen. Den Forschungstisch, den kann man sich, ja, mit relativ geringem Aufwand kann man sich den bauen, das ist alles kein Problem. Das Problem ist, man bräuchte da halt ein bisschen Platz, weil der nimmt schon ein bisschen mehr Platz weg. Also, bauen wir lieber nochmal ein bisschen was an, oder? Was meint ihr? So, ich würde dann nicht in der Breite ein bisschen bauen, sondern ich würde dann eher hier mal linksseitig noch ein bisschen was anbauen. Und die Fässer dort hinten, na, die helfen uns. Ich sag mal, das machen wir abschließend auf jeden Fall noch in der Folge. So, die rohe Seebrasse, Dankeschön. Und ich sag euch, wir hauen da gleich wieder Kartoffel drauf, oder? Kriegen wir es? Ja, wir kriegen es. Jawohl. Sehr schön. So, das passt. Die Planken könnten wir auch wieder platzieren. Genauso wie die Fässer hier, die können wir uns gleich holen.
So, jetzt warten wir gleich mal auf das zweite. Genau, da können wir uns nämlich einmal ranziehen sparen. Eine Aufladung. Oh, schaut mal. So, und jetzt könnten wir auch schon mal anfangen, ein bisschen rohe Rüben zu züchten, oder? Wäre da auch kein Problem. Das heißt, die Kartoffeln packen wir dann runter und dann ziehen wir gleich die Rüben auf. So, jetzt haben wir schon zwei Stück hier. Ja, wenn man nicht aufpasst, es kommt ganz, ganz viel mittlerweile hier bei uns vorbei. Ach, das wollten wir hier reinleeren. Genau, stimmt. Hier ist eine Kartoffel wieder fertig. Also, schaut mal, das mit dem Essen und Trinken, das läuft doch, oder? Was meint ihr? Geil. Hier hinten kommt eine kleine Lootinsel. Die haben wir schon kennengelernt. Das sind immer Inseln. Da ist immer eine Kiste drauf. Nee, hi. Mit uns brauchst du... Und warte. Das warte, bis wir bessere Ausrüstung kriegen, mein Freund. Dann ist sowieso Feierabend mit dir. Und wenn wir Glück haben, bleibt die See ruhig. Und dann gehen wir mal aufs Risiko. Und dann springen wir gleich mal ins kühle Nass. Und holen uns dort hinten bei dem Loot von der Insel. Was haltet ihr denn davon? Also ich würde mir es gerne mal angucken. So, Dankeschön. So, jetzt schwimmt nur noch ganz normaler Loot bei uns vorbei. Das heißt, unsere Chance, ein-, zweimal die Angel reinzuwerfen. Ja, der Kunststoff. Aber da kommt sowieso Kunststoff auf und zu. Das ist alles kein Problem. Ich finde die Musik wunderschön, ne? Ich habe extra das jetzt so eingestellt, dass wir nicht so viele Pausen zwischen den Songs haben. Weil wir, die Musik, die ist einfach nur geil. Und die ist so passend zu diesem Spiel. Das ist der Hammer. Macht richtig, richtig Spaß, dazu zu hören. So, nächster Fisch drauf. Schaut mal, das läuft, ne? Da drüben ist wieder eine Insel. Ja, bald können wir sie ansteuern. Bald ist alles gut. Ey! Ja, wir sollten bald unsere Gärten, sollten wir bald ein Dach drüber ziehen. Oh, das ist zu weit weg. Das ist echt zu weit weg. Nee, kein Risiko eingehen. Das Risiko ist mir dann zu groß. Was jetzt bei der Insel da drüben, also unser Raft ist uns doch dann irgendwo wichtiger. So, schauen wir mal, was wir bauen können. Also, passt doch. So, hier daneben kommt dann der Forschungstisch. Das machen wir auf jeden Fall noch diese Folge. So, das ist der Onkel hier. Schaut mal, das ist ein richtig breites Brett. Aber wenn wir den einmal gebaut haben, den kann man jederzeit wieder abreißen. Und kann den irgendwo neu aufbauen. Ne? Okay, das hat nichts gebracht. Da hinten kommt erstmal wieder Fässer. Das heißt, wir haben jetzt erstmal genug Zeit, um die Teile, die wir schon haben, zu erforschen. Ja, das können wir alles wieder rauslegen. Brauchen wir nicht. Steine kann man noch erforschen. Okay, alles gut. Die Rüben brauchen wir nicht. Seile können wir erforschen. Ich glaube, die Waffen, glaube ich, gehen auch nicht zu erforschen. Nee, das geht auch nicht. Haken. Nee, funktioniert alles nicht. Okay. So, dann packen wir den Haken wieder raus. Die Tasse kommt hierher. Genau, wir dürfen auf keinen Fall die Fässer verpassen. Okay, alles klar. Was heißt die Fässer? Das ist ja eine monumentale Anzahl, ey. Also das Spiel, das meint es echt gut mit uns heute. So, dann komm mal her. Mein gutes Fass. Dankeschön. Ey. Verschwind. Oder schön den Speer. Oder schön den Bogen. Komm her. Dankeschön. So, wunderbar. Dankeschön. Okay, wunderbar. So, und jetzt hätten wir da erstmal genug Mats zusammen, würde ich sagen. Ja. Sieht zumindest mal sehr gut aus. So, dann können wir zumindest diverse Dinge lernen. Zum allen anderen brauchen wir viel... Ah, schaut mal. Die Antenne können wir lernen. Und die ganze unten ist okay. Den Gürtel können wir lernen. Eine Metallangel kann man lernen. Eimer, Batterien. Wahnsinn. Hm, versteigte Hägen, eine Axt und so. Ja, wie wär's denn mit der Planke? Ja, jetzt können wir viel lernen.
Oh ja. Jetzt müssen wir auf jeden Fall. Ja, jetzt sollten wir auf jeden Fall mal Richtung Schmelze gehen. Und da will sich doch heimlich still und leise so ein eckiges Teil an uns vorbeischleichen, oder? Unglaublich. Haben wir noch einen Fisch auf dem Grill? Ich glaube, wir haben. Ja, haben wir. Schön. Dankeschön. So, gleich mal die Routine ein bisschen abarbeiten. Ein paar Planken drauf, hier auch. Den Fisch können wir uns gleich gönnen. Und der nächste kommt gleich auf den Grill. Speer. Ah, habt ihr es gesehen? Ein kleiner Schritt zu spät. Unglaublich, oder? Aber gut, ja, sind ganz schön weit gekommen. In der ersten nagelneuen Folge Raft mit den Mods. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mit mir und unserem Protagonisten Detlef hier zusammen, ne, dem ich ja noch gar nicht vorgestellt hatte, weil wir mussten uns erstmal ein bisschen Routine hier aneignen, ja, Detlef und ich, wenn ihr uns in der nächsten Folge wieder mit begleiten würdet. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zugucken. So, das machen wir auch noch. So, jetzt aber. Ne? Das war's. Alles klar, vielen Dank und bis zur nächsten Folge hier bei Raft. Ich bin der Zanto. Ganz, ganz liebe Grüße. Ciao, ciao.